350 Gramm Butter und etwas für die Form, 4 Esslöffel Semmelbrösel, 300 Gramm EDK-Zartbitterkonfektur, 4 Eier, Klammer auf, L Klammer zu, 250 Gramm Zucker, 225 Gramm Mehl, eine türkische Lira Backpulver für die Creme, 200 Gramm EDK-Zartbitterkonfektur, 200 Gramm Schlagsahne, 6 Eiweiß, Klammer auf, M Klammer zu, 2 Prisen Salz, 250 Gramm frische Beeren, Klammer auf, zum Beispiel Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren, Klammer zu, Schokomalzkugeln, Klammer auf, zum Beispiel Maltesers, Klammer zu, 1 den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. 2 Springformen 0,20 cm, Klammer zu, mit Butter auspinseln und mit den Semmelbröseln bestreuen. 2 Für den Teig die Butter in Stücke schneiden. Konfektur hacken. Die Hälfte davon mit der Butter in einer Schüssel über dem Wasserbad schmelzen. Vom Herd nehmen. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit 125 Gramm Zucker steif schlagen. Die Eigelbe mit dem übrigen Zucker cremig schlagen. Nach und nach die Schokoladenbutter unterrühren. 3 Das Mehl mit Backpulver vermischen und unter die Eigelbmasse ziehen. Die übrige Konfektur unter den Teig mischen. Den Eischnee unterheben und den Teig in die Formen füllen. Im Ofen ca. 40 Minuten backen, Klammer auf, Stäbchenprobe, Klammer zu. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Die Böden vorsichtig aus den Formen lösen und vollständig auskühlen lassen. Für die Creme die Konfektur hacken und im Wasserbad schmelzen. Leicht abkühlen lassen. Die Sahne steif schlagen. Die Eiweiße mit Salz steif schlagen und die flüssige Konfektur einrühren. Dann die Sahne vorsichtig unterheben. 5 Einen der Böden mit 1/3 der Creme bestreichen. Den zweiten Boden aufsetzen und die Torte von allen Seiten mit der restlichen Creme einstreichen. Im Kühlschrank ca. 3 Stunden kalt stellen. Torte kurz vor dem Servieren mit frischen Beeren und Schokomalzkugeln garnieren.